Verpackung ist so erfolgreich, auch als Werbeträger, als Informationsträger, dass es zum Problem wird, wenn man sich nicht drum kümmert, wenn man sich um die Frage der Nachhaltigkeit, der ökologischen Verträglichkeit nicht kümmert. Eines der großen Probleme heute ist, dass von unseren Nahrungsmitteln ungefähr ein Drittel auf dem Müll landet. Viele Konsumenten einfach in der Verpackung hauptsächlich Abfall sehen. Die Vorteile und Nutzen der Verpackung oder dass die Verpackung auch die Umwelt schont, indem sie zum Beispiel dafür sorgt, dass Lebensmittel nicht verderben, das konnte leider noch nicht kommuniziert werden. Das heißt, es ist wichtig, dass wir die Verpackung nicht als Müll oder die Verpackung nicht als das Problem sehen, sondern Verpackung ist die Lösung. Und es ist vor allem die Lösung, um diese enormen Nahrungsmittelverschwendung zu beenden. It's about consumer convenience. It's about consumer safety. And it's about saving food as well, as I mentioned earlier in my presentation. All of those things are important in packaging right now, and packaging plays a very important role in addressing all of those issues. Die Verpackung ist ja das Erste, womit der Konsument, die Konsumentin in Verbindung tritt. Sei es jetzt optisch gesehen oder weil sie es anfasst. Und deswegen ist die Verpackung, gehört für den Kunden, für die Kundin einfach zum Produkt dazu. Und deswegen muss man diese Dinge als Einheit sehen. Und deswegen ist Verpackung eben auch ganz wichtig. Wenn ich ein nachhaltiges Produkt habe, muss das auch nachhaltig verpackt sein, weil sonst ist das ein Widerspruch. Und hier sind eben Konsumentinnen und Konsumenten sehr kritisch und wünschen sich hier noch zusätzliche innovative Lösungen. Verpackung ist eine wertschöpfende Maßnahme für das Produkt. Und wir sehen natürlich so viele neue Produkte. Wir sehen einen sehr mündigen Kunden, der auch klare Vorstellungen davon hat, wie Verpackung zu funktionieren hat, was es für einen Wert haben soll. Und insofern steigt die Nachfrage nach vielen Forschungsprojekten und damit den Förderungen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Vielleicht werden wir zukünftig am Joghurtbecher schon ablesen können, dass der Inhalt nicht mehr haltbar ist oder andersherum. Man braucht einen Joghurt vielleicht nicht mehr wegwerfen, weil man glaubt, es ist verfallen, sondern man sieht es an der Verpackung. Kunststoff wird viele Probleme, die heute noch verborgen sind, wird es lösen können, und da steht die Branche in 20 Jahren. Es kommt nicht nur darauf an, welches Material man verwendet, sondern wie man hinterher damit umgeht. Das heißt, egal ob Holz, ob Stein oder eben auch Kunststoff, kann nachhaltig sein. Man muss nur entsprechend damit umgehen. Man muss es recyceln, wertstofflich verwerten, und dann kann Kunststoff sehr wohl nachhaltig sein. Die österreichische Verpackungswirtschaft hat 4,6 Milliarden Euro an Umsatz. Das bedeutet, das sind 8% der Sachgüterproduktion. Und wenn man das mit anderen Branchen vergleicht, zum Beispiel mit der chemischen und pharmazeutischen Industrie, die 7,5% der Sachgüterproduktion ausmacht, sieht man, wie bedeutend das die Branche eigentlich ist. Und was mich sehr überrascht ist, dass in der Öffentlichkeit das eben nicht wahrgenommen wird. Also hier ist noch sehr viel Handlungsbedarf gegeben. Ich möchte jetzt an dieser Stelle unsere Studierenden auf die Bühne bitten. Zur Unternehmensverantwortung wie auch zum wirtschaftlichen Erfolg gehört in Zukunft, dass Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle spielt. Damit kann man auch in Zukunft meines Erachtens sehr gut Geld verdienen. Und diejenigen werden unter Druck geraten, die das nicht tun.